T und noch einmal C. Und das wäre die Sequenz vom ersten. Ja. Ich habe super gemacht und Dank unseres neuen 4000 Impfstoffs erhalten. haben wir die Grippewelle schnell eindämmen können. Und wir haben bereits Bestellungen aus anderen Ländern. Siehst du, unser Know-how macht sich bezahlt. Hier ist ein Büffel, der hier eigentlich gar nicht in diese Klimazone gehört, soweit ich das noch weiß. Ja, mittlerweile immer noch nicht über die 3000er Grenzen hinaus, aber es kommt noch. Immerhin habe ich jetzt 58% Renaturierung und der Rest dürfte praktisch automatisch jetzt laufen. Mehr Strom, mehr Strom. Dann bastel ich dazwischen einfach ein E-Werk, mach die zwei weg. Und dann haut das schon wieder hin. Da haben wir 300, 450 an Strom. Das sollte eine Zeit lang reichen. Jetzt bauen die sich hier gerade noch wieder aus. Und dann haben wir wieder mehr Leute. Dann bauen die sich nochmal aus. Und das dauert noch einen Moment, bis wir damit durch sind, soweit. Und bis dahin. Ja, Botanischer Garten, Humanbiologie, 65% müssen renaturiert sein, die haben wir bald erreicht. Eine Pharma. Ach ja, ein Domizil für meine Wenigkeit. Das Ding ist einfach gigantisch. Hochqualität 19, das freut mich doch. Jetzt nur noch eine Straße dahin bauen. Ha, das funktioniert sogar. Da kann ich dann, das ist jetzt zum Beispiel, also ist jetzt mein Haus mit Pferden, na toll. Ja, und gut, im Moment bin ich eine Frau. Betriebskosten 200, jo, okay, Shinigami ist mein Name. Ich bin Professor und habe 15.000 Punkte, also Spielpunkte, soweit. Hier alles auf 100%. Ja, es fehlt noch die Humanbiologie, aber die eröffnet sich mir dann auch gleich. Jetzt könnte ich noch mal gucken nach Getreide, Milchkühe und Schweine, wobei ich dafür immer wieder Getreide brauche. Deswegen gehe ich mal auf halbe Geschwindigkeit und suche mir noch mal Plätze, wo ich Getreide anbauen kann, wo ich eben entsprechend Prozente bekomme, also Produktivitätsprozente und nicht Nachlassprozente auf irgendwas. 81%. 88%. Allerdings müssen dafür zumindest mal dieses eine Waldgebiet weichen. Ah, nein, es war hier. Nur das eine oder das andere auch da noch? Nein, nur eins. Sehr schön. Sehr schön. Vielleicht können wir dann gerade noch 75%. Ja, es tut mir leid um die blöden den Kram hier, aber es geht hier um meine finanzielle Lage, sagen wir es so. Und die sagt, ich brauche dringend noch Getreide. Gut, das wäre jetzt erstmal Getreide. Allerdings, ja gut, Kräuter habe ich jetzt genug. Das definitiv. Haben wir es? Kräuter da. Gut. Sehr schön. Auch oh, Wasser fehlt wieder. Schon, was? Schon wieder? Das ist echt krass. Also es fehlt nicht unbedingt, aber es ist eben nicht gerade positiv vorhanden. Ach, 84, 81, 87. Bestimmt hier vorne an der Spitze oder so. 101. Gut, dann brauchen wir nur noch einen Weg bis dorthin. Und den können wir uns hier schön selber basteln. Wer soll den noch für uns basteln? Was erzähle ich denn hier für einen Blödsinn? Benötigt Wasser. Ja, ist doch schon dabei.
Hä, wieso Wasser? Da ist doch noch genug da gewesen. Krass. Da baut sich noch ein Haus um. Ich kann auch noch neue Häuser bauen. Das geht natürlich auch noch. 25%, 25 Bonuspunkte sollten doch mal ganz schön sein. Und ich kann endlich das Ding für Humanbiologie bauen. Allerdings nicht hier hin, weil nicht genug. Doch, da. Oh. Allerdings muss dann wieder ein Wald weichen, um den Weg dahin frei zu machen. Aber da gehen ja nur, ein paar Renaturierungspunkte drauf, die ich eh innerhalb von kürzester Zeit wieder zusammengebastelt habe. Jetzt geht's weiter mit der Pharmazie, die ich hier bauen darf. Kostet mich zwar 6000, aber bringt ordentlich Kohle. Und ein botanischer Garten. Ach Mann. Wir haben einen Hörsaal in unserem neuen Klinikum eingerichtet. Darin können wir in Zukunft unseren medizinischen Nachwuchs schulen. Sieht schön aus hier drin. Willst du demnächst eine Antrittsvorlesung? Und jetzt basteln sie das alles mit Glas zu. Natürlich. Aber sieht schick aus. Das muss man definitiv sagen. 300 Renaturierungspunkte. Das sollte so schnell gehen. Einen Flughafen können wir auch bauen. Allerdings weiß ich gerade nicht, wie das aussieht mit... Oh, Kacke, ist ja groß. Oh, 20.000. Das dauert einen Moment, bis ich das Geld zusammen habe. Ich darf aufmerksam machen, dass sich die Fälle von Alkoholmissbrauch unter unseren Einwohnern häufen. Du weißt, wie extrem gefährlich das ist. Ich schlage vor, wir klären drastisch auf, welche gesundheitlichen Folgen das haben kann. Ist gut, aber ich wollte erstmal hier... Wir haben beim Ausheben eines Fundaments eine sensationelle Entdeckung gemacht. In drei unterschiedlichen Bodenschichten haben wir Knochen gefunden. Sieht aus, als stammten die von Frühmenschen. Vielleicht kannst du sie ja zuordnen. Dieses große Ding hier. Viele Leute haben Angst, dass in unserem Forschungslabor gefährliche Versuche durchgeführt werden. Wollen wir nicht mal einen Tag der offenen Tür veranstalten und den Leuten zeigen, was wir hier machen? Moment, ich brauche wieder Strom. Oh ja, ich brauche wieder Strom. Sekunde. Wenn ich 5000 zusammen habe, kommt hier einfach noch ein E-Werk hin. Also mittlerweile müsste ich hier auch Kohle machen, wie sonst was. Forschst in der Immunbiologie? Ja, Moment. Moment. 15.000 mache ich im Moment plus. Mal sehen, was im Moment mein Markt sagt. Du forschst in der Immunbiologie? Dann lass uns zusammenarbeiten. Vielleicht können wir mithilfe deines Wissens die Zahl der Infektionskrankheiten weiter senken. Das ist so krass. Das ist einfach so krass, dass man hier einfach... Oh, 81%. Das ist natürlich cool. Wirklich cool. Hätte ich beinahe zugebastelt. Zum Glück habe ich hier nichts zugebaut. Aufgepasst. Ich habe eine neue Methode entwickelt, wie man besonders diffizile Aufnahmen mit dem Mikroskop machen kann. Vielleicht kann ich dir demnächst einige sensationelle Fotos liefern. Das wäre doch was für deine Forschungsarbeit in Sachen Immunologie. Ja, sehr schön. Ich bin gerade aber beschäftigt. Toll, 81%, aber dafür muss mal wieder was weichen, was eigentlich nicht weichen sollte. Naja, was soll's. Ich baue ja genug wieder davon auf. Gut, dann haben wir mittlerweile... Du, einer unserer Dozenten ist ausgefallen. Kannst du seine Vorlesung übernehmen? Die jungen Mediziner werden sich sicher freuen, von dir unterrichtet zu werden. Im Ernst jetzt? Wirklich euer Ernst? Ich brauche schon wieder Wasser. Also irgendwas läuft hier doch echt... komplett schief. Nee, das ist kein Bauland. Vielleicht hier irgendwo. Da, 100%, aber
Ein Herzspezialist hat sich bereit erklärt, an unserer Klinik eine Herztransplantation durchzuführen. Er will uns eine neue, schonende Operationstechnik zeigen. Wir müssen uns dringend auf diese schwierige Aufgabe vorbereiten. Sind das jetzt irgendwie 5 Aufgaben, die ich nacheinander lösen darf oder so? Oh Mann. Ich muss ja erstmal meine Finanzen auf die Reihe kriegen. Ich meine, ich krieg 14.000, aber am Ende, 64.000 nehme ich allein ein mit meinem ganzen Kram hier und wow. Das ist echt viel. Okay, dann fangen wir mal an mit einem Marathon zum Thema Humanbiologie. Enzyme der Verdauung, Kohlenhydrat. Oh, Moment, zurück. Ja, liebe Miriam, irgendwas? Magen, Dünndarm. Ich weiß ja nicht, was meine Aufgabe ist, aber ich glaube, ich soll den ganzen Kram benennen. Und das sollte ja nicht so schwer sein. Speicheldrüsen sind... Oh, oh. Oh, oh, das wird ein bisschen komplizierter, als ich dachte. Okay. Durch den Enzym... Ich muss die Enzyme den entsprechenden Stellen zuordnen. Das ist natürlich... echt krass. Das wäre dann für den Mund, also die Speicheldrüsen im Mund, die... Amylase. Ja, die haben eigentlich den Spicker mitgeliefert, nur dass man nicht aktiv drauf gucken kann. Das Grüne ist ja irrelevant. Magen. Moment. Magen sind Pepsin. Das auswendig zu lernen wäre bestimmt schwierig. Der Dünndarm hat dann Galle. Wenn das stimmt. Dünndarm, nee, Moment. Galle stimmt ja nicht. Das steht ja da. Hier unten, die Amylase. Werden in der Bauchspeicheldrüse gebildet, dann aber in den Dünndarm. Amylase und Maltase aus der Bauchspeicheldrüse in den Dünndarm. Ah, schon wieder das Mikro erwischt. Verdammt. Ich hoffe, ich komme damit irgendwie zu Rande. Moment. Ist da ein Punkt dahinter, oder? Ja. Lipase. Kommt woher? Bauchspeicheldrüse gebildet für den... Oh Gott. Mann. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich das schon zuordnen kann und was ich dann noch brauche. Okay, die Speicheldrüse. Moment. Also die Speicheldrüse im Mund wäre Amylase. Das haben wir schon mal. Die Gallenblase wäre Galle. Nein, Moment. Wo haben wir den Magen? Magen haben wir Pepsin. Da ist Pepsin. Im Magen. Im Dünndarm. Amylase und Maltase. Und das war alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Jetzt fehlt noch die Leber. Moment, die Gallenblase. Hä? Okay.
Gallenblase, Bauchspeicheldrüse,